Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Ich werde wieder so wie die letzten Male das Angezockt machen, ohne Kamera. Ich werde nichts rendern, kein Intro davor, kein Outro, damit ihr wirklich reines Gameplay-Material seht. Ich habe jetzt auch nicht geguckt, ob es HDR hat, das Spiel. Selbst wenn, würde ich HDR auslassen, weil YouTube damit Probleme hat. Also ich lade dann nur rein das 4K-Material hoch. Und deswegen halt, weil YouTube rendert es ja sowieso. Und ich will halt so gut wie möglich die Qualität haben. Okay, also meinen Sohn soll ich suchen. Ich habe mir gedacht, wir zocken das jetzt hier einfach mal. Finde dein Haus. Wir zocken das jetzt mal hier eine Weile an. Okay. Ah, da. Da ist ein Kind, aber wie kriege ich das Kind jetzt? Okay, einfach rangehen und X drücken. Beim Sonnenbaum, also da. Also ich weiß noch nicht, was ich von dem Spiel halten soll. Also ist es auf jeden Fall viel Elise. Aber so von der Optik. Hat was. Ist jetzt natürlich kein Assassin's Creed oder was weiß ich, Grafikbombe mäßig. Aber die Macher, die fällt mir. So, ich muss erstmal mit dem. Opfer akzeptieren. Opfer? Opfer klingt nicht gut. Ich will mein Kind nicht opfern. Ich hab mein Kind geopfert.
Habe ich irgendwas überlesen? Muss da irgendwie weitergehen jetzt. Der lebt im Sonnenbaum weiter. Was ist denn das? Ich erinnere mich gut an dich. Ach so, okay. Dachte schon. Jetzt, das wäre ja was, wenn das jetzt auf jeden Fall mein Kind wäre und als alter Mann hierher kommen würde. Oh, ey, das ist, also, ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil ich gerade Vater geworden bin. Aber das berührt ihn ganz schön hier, wenn ich das lese. Also, ich bin gerade etwas nah am Wasser gebaut.
Okay, da darf ich nicht. Mopsbären, okay. Ich soll die Mopsbären meiden. Ich finde das ein bisschen düster. Okay. Okay. Oh, oh. Oh, oh. Halt. Doch, nee, wir müssen hier lang, oder? Ja, wir müssen hier lang.
Ach, jetzt fängt es erst richtig an. Ah, und eine Trophäe, okay. Okay. Okay, wir haben ein Questbuch, okay. Also es ist echt süß gemacht, aber am Anfang fand ich es echt ein bisschen... Da geht speichern. Ah, jetzt haben wir hier Steuerkreuz und so. So, 3 von 2, wir brauchen aber noch Polyranke, okay, wo kriegen wir die her? Habe ich nicht. Thank you.
Aber ich finde hier kein Netz. Mir fehlt ja nach oben, das ist Polyphenranke. Oh, Scheiße. Scheiße. Bin gleich tot. Sehr kurios. Okay, mit Quadrat kannst du sagen, mit 3 Taste kannst du dann ausweichen. Ich hätte einfach mal angreifen sollen.
Ja, das wissen wir ja. Wir können das doch herstellen. Okay, eine Laterne können wir jetzt herstellen. Oh, Scheiße. Hier, da, was hat. Laterne herstellen. Okay, und Netz herstellen. Da fehlt mir noch ein bisschen was, okay. Thank you.
3. Okay. Ach, ich brauche noch einen Kochtopf, okay. Eiserne Einöder. Okay. Oben Karte. Okay, also hier sollen wir denn hin. Okay. Wir brauchen einen Kessel, um das herzustellen.
Gut, hätte ich auch so kaputt gekriegt, na ernsthaft. Was war denn da oben? Ah ja, okay, wir müssen jetzt hier runter, also eigentlich immer nur nach unten. So, das ist so weit wie nachts, das wird dann halt. Ah, hier ist ein Kessel. Man kommt aber auch ganz schnell in den Sammelwaren hier drin. Mein Netz ist bald kaputt. Scheiße! Ich war nicht weit genug weg. Ich hätte mal speichern sollen, wa? Ist garantiert alles weg. Oh ja, scheiße. Ich hab vergessen zu speichern. Also speichern muss man sich echt angewöhnen. Aber ich nehme schon 40 Minuten auf. Ich würde sagen, dann reicht es jetzt auch. Entschuldigung, ich habe Frosch im Hals. Ist ein echt kleines, süßes Spiel. Macht echt Spaß. Ich wollte gar nicht so lange. Ich wollte eigentlich nur 10, 20 Minuten aufnehmen. Aber ihr seht, ich bin schon wieder... Speichern. Ja, das wäre sicherer, wenn ich das ab und zu mal machen würde. Wo ich stehen geblieben? Es macht echt Spaß. Es ist keine Grafikbombe, ist halt so ein kleines, süßes Indie-Spiel. Aber es macht wirklich megamäßig Spaß. Und vor allen Dingen, wir müssen ja noch... Gut, ich habe jetzt keine Karte, aber ich muss jetzt alles nochmal machen. Wir müssen jetzt hier runter und ich hoffe ja, dass es ein Happy End ist, dass wir unseren Sohn wiederfinden. Oh, die Welt ist groß. Die Welt ist groß. Okay. Aber nichtsdestotrotz würde ich jetzt hier auch erstmal einen Cut machen, wenn es euch gefallen hat. Würde mich natürlich über ein Däumchen freuen. Wie gesagt, werden noch mehr angezockt kommen. Ich habe noch ein paar Spiele, die wir anzocken müssen, wollen, dürfen, können. Um nichts zu verpassen, natürlich ein Abo wäre natürlich nicht schlecht. Glocke aktivieren, damit ihr auch benachrichtigt werdet, wenn ich
ein Video online schalte. Oder wenn ich streame, heute Abend werden wir Resident Evil streamen wieder, denke ich mal. Also bis ihr das seht, in ein paar Tagen bin ich bei Resident Evil bestimmt noch nicht durch. Und ich verabschiede mich jetzt erstmal. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Sagt euer Odin.